Auf zu den Sternen. Willkommen zurück zu Skylanders Swap Force. Es geht weiter mit dem Bonus-Level Turm der Zeit. Im letzten Part sind wir genau hier stehen geblieben. Oh, ein kleines Andenken. Der Time Master, oder wie? Okay, Nummer 2, cool. Und der Sound wieder wie beim legendären Schatz. Hat sich ausgezahlt, dieser Umweg, garantiert. Lauf ein bisschen schneller, schweb ein bisschen schneller. Gib Gas, meine liebe Star Strike. Lauf, lauf, lauf. Wir haben es zwar nicht eilig, aber wir haben es doch eilig, oder? Irgendwie schon. Und irgendwie auch nicht. Jetzt haben wir es nämlich eilig. Deswegen müssen wir sogar die Zeit einhalten auch, damit wir hier noch rüberkommen. Perfekt. Schlüssel habe ich natürlich im letzten Part schon geholt. Folge deinem Stern. Haben wir alles noch gesehen. So, was haben wir hier noch? Gibt es hier irgendwie noch einen Bonus? Nein. Also nichts wie rüber hier. Ja, wird schon knapper. Interessant. Ein luftiges Tor. Du brauchst einen Luft-Skylander. Ich bin schon dabei, keine Sorge. Ich werde mir aber ein bisschen einen schnelleren Skylander zusammenbauen, damit wir hier schnell uns fortbewegen können, denn das schaut mir wieder nach einer großen Strecke aus, die zu bewältigen ist. Gut, mein Lieber. Free Ranger, Free Shift. Ja, genau. Sturm willst du haben? Oh mein Gott. Woher denn? Hier wird es doch auch keinen Sturm geben, oder? Ah, doch. Ah, muss ich hier warten? Ah, ich weiß schon, wie es geht. Anhalten und dann sofort rüberschieben. Jawohl. Und jetzt irgendwie rauf, mitfahren, runterfahren. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, hier rauf hüpfen. Genau so geht's. Perfekt. Wow. Okay. Interessant gestaltet. Sehr schön. Wo jetzt hin? Okay. Nein. Ich muss wahrscheinlich genau in der Mitte anhalten. Nein, eigentlich nicht. Ich muss einfach mitfahren. Ich möchte es aber trotzdem probieren, einmal noch. Dass ich genau das in der Mitte anhalte. Schauen wir uns das mal an. Ah, geht nicht. Na gut, dann eben nicht. War ich nochmal ein bisschen zu früh dran? Um Gottes Willen, da kann man runterfallen, das habe ich nicht gewusst. Oberfehl. Nun, noch einmal. Eine Chance hast du noch, mein lieber Free Shift. Ja, perfekt erwischt. Jetzt ja nicht runterfallen, mein Lieber. Langsam wird's knapp. lustig. Aber der Hut ist unser. Traumhaft. Nein, gar nicht. Eine Bonus-Missionskarte. Apropos, die müssen wir auch mal spielen. Die ganzen Boni hier. Ganzen Bonus-Level. Okay, er bringt's schon mal in sein Nest. Aber dort wird es wohl noch eine Zeit lang verstaubt bleiben. Oh, hier ist eine Upgrade-Kapsel. 10.000 hat Freeshift schon. Da muss ich aber dringendst upgraden. Schauen wir uns mal an. Der hatte noch gar nichts. Drücke X, um einen Blitz mit den Augen abzufeuern. Okay. Betäubt und überspringt. Oh, habt ihr das gesehen? Die Augen sehen jetzt anders aus, beziehungsweise die Augenbrauen. Okay, wir haben nichts. Konzentriere dich auf einen Blitz, der deinen Gegner in einem großen Bereich umstößt. Nutze den Wind der Sturmklingen. Ich nehme das. Kannst nur eine für... Ja, das kennen wir. Was hätten das gemacht? Auge des Sturms. Oh, schaut ziemlich geil aus. Größer. Stärker als ein Blitz. Okay, eine Riesenkugel hätten wir da bekommen. Jetzt kann ich aber Kombos machen. Und ich muss sagen, die sind mir sympathischer. Gute Frage. Was besser wäre? Ich weiß es nicht. Sturmblitzer. Ah, Sturmschlitzer. Das ist jetzt wirklich interessant, denn ich habe hier eigentlich nur eine Combo und die muss ich auch aufladen. Ich dachte ja, dass ich mir Schaden bereite. Ja, sieht geil aus.
ist natürlich immer interessant, wenn ich jetzt einen anderen Weg auch irgendwie sehen könnte. Drücke Y für einen Angriff mit noch stürmerischen Sturmklingen, die zusätzlichen Blitzschaden. Okay. Schauen wir uns das mal an. Und vielleicht noch unten upgraden, das ist immer gut. Was haben wir da? Ja, verlangsamen Strom der Verdammnis. Nehme ich das noch. Wow, fast auf dem absoluten Maximum jetzt schon. Gut, aber jetzt heißt es wirklich mal ausprobieren. Ich will jetzt nicht mehr mich mit dem Upgrades aufhalten. Gleich mal ausprobieren, mein Lieber hier. Was hast du zu bieten? Zeig her. Hier sind schon mal die ersten Gegner. Und ein ganz großer noch dazu. Hier können wir mal die Combo. Oh, hier können wir die Combo mal gut ausprobieren. Oh, oh, warte mal. Warte mal. Wind macht mehr Schaden. Wow. 33 mit der Combo und dann 108. Puh. Naja, die Combo bringt irgendwie fast gar nichts. Da mache ich so noch mehr Schaden als mit der Combo, oder? Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie down bekommt. Nein. Aber er macht dir die ganzen anderen Gegner down. So, jetzt Zeit anhalten. Und jetzt kann ich ihm Schaden zufügen. Gut, 33. 132 zum Schluss. Ich weiß echt nicht. Ja, die Combo bringt echt gar nichts. Oh mein Gott, ich kann alles nochmal upgraden für diesen hier. Am besten ich resette ihn. Denn, na, die Frage ist halt, bringt das andere was? Der Augenblitz. Da kann ich was aufladen, aber die normale Combo macht am meisten Schaden. Ich mache dann mit der 3er Combo dann 80 Schaden. Und das ist eigentlich mehr als genug. Warte mal. Ach, das spawnt wer. Schnell. Okay, der könnte mich stören. Muss ich den Gegner vielleicht vorher irgendwie besiegen? Ich schätze mal schon. Und ein. Hier anhalten. Ja, und ich bin oben. So, mein Lieber. Damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Ich auch nicht. Nun sollte es gehen. Perfekt. Jawohl, gepackt. Waren wir hier nicht schon mal? Sieht zumindest gleich aus wie vorher. Mit dem Baum und auch das Nest und das Zahnrad. Und wir haben es gepackt. Nummer 2 gehört uns. Okay, noch so ein Zahnding. Fahren wir das mal ein. So ist es. Eine neue luftige Fahrt. Und jetzt kommt aber der spannendste Teil wohl. Das dritte Zahnrad. Das zweite halte ich mal von dem Vogel geheim. Die Zeit sich irgendwie komisch an momentan? Als wenn sie manchmal anhält? Und seitwärts läuft. Vielleicht liegt's an mir. Schicker Ballon, Skylander. Hast du ihn selbst gebaut? Hey, Kumpel, das ist eine Präzisionsflugmaschine, nur dass du es weißt. Nix wie runter. Ohne Passagiere würde ich einen Looping machen. Oh, natürlich. Schnell das Zahnrad verstecken. Das darf er nicht sehen. Klasse, noch ein Zahnrad. Bring es an der Tür an. Alles klar, kein Problem. Nummer 2 ist platziert. Ausgezeichnet. Jetzt fehlt nur noch ein Zahnrad, um die Tür zu öffnen. Das nächste ist in... Oh nein, jetzt geht das wieder los. Nicht rückwärts. Nein, nicht. Ich will nicht die Zahnräder nochmal sammeln müssen. Nee. Oder bleiben... Klack hat uns in die Vergangenheit geschickt. Nein. Das war mein Zahnrad und ich will es zurück. Kämpfe nun gegen meinen fantastischen Anzug, Skylander! Angriff! Gerne doch. Er zeigt sich. Wow. Verdammt, aufpassen, mein Junge. Oh, oh. Okay. Ah, die Combo hat nicht funktioniert. Aufladen. Er trifft ihn nicht. Jetzt gerade mal. Oh nein. Also die Combo ist hier wirklich nutzlos.
Ist auch ziemlich lustig, dass man beim Boss hier weniger Schaden macht. Ist ziemlich geil. Oh, oh. So, jetzt aber. Bisschen Schaden wieder zufügen. Ich brauche mal HP, wenn möglich. Und perfekt. Und schon wieder fast down. Oh nein, gestorben sogar. Aber zum Glück habe ich hier die Möglichkeit, dass ich mich einmal wiederbeleben kann. Nur jetzt sollte ich mich tunlichst gar nicht mit Nein treffen lassen. Ja. Trauriger Vogel, aber traurig war. Schade, das war's. Starstrike. Ich glaube, die ist noch nicht down, oder? Nein? Auf zu den Sternen. Perfekt. Die geht nochmal zu den Sternen hoch. So. Schön immer die Kugel weiterschlagen. Oh, super. Erst nicht getroffen. Oh, konzentrieren. Ich habe nicht gesehen, wie viel Schaden das sie macht. 61? Ich glaube. Aber das ist ziemlich geil jetzt mit dem Range Attack. Kann ich schon einiges an Schaden hier zufügen. Selbst wenn er gleich wieder weghüpft. Oh nein. Aufpassen. 44, 53. Und jetzt müsste ich eigentlich das 60er haben. Oh nein, falsche Richtung. Und die Kugel ist schon wieder weg. Schade. Du hast Glück gehabt, Skyler. Überhaupt nicht. Aber es geht weiter. Mein Turm ist uneinnehmbar. Ja. Die Zeit geht wieder vorwärts. Das ist gut. Sonst müsste ich die zwei Zahnräder nochmal suchen. Glück gehabt. Wie schön, wieder in der Gegenwart zu sein. Das war aber knapp. Die Zeit rennt. Wir brauchen nur noch ein Zahnrad, um die Turmtür zu öffnen. Du findest es im Wasserwerk. Viel Glück. Nix wie hin da. Jetzt aber schnell, bevor das nochmal passiert. Ich will nicht in der Vergangenheit festhängen. Mit 10 Flints. Da kann ich 10-mal... 10-mal kann ich dann nicht blenden, aber... Mit 10 Flints wird schon ziemlich anstrengend. 10 beste Piloten der Skylands, die sich um den schlechtesten Platz matchen werden. So nach dem Motto. Nur Skylander der Elemente Wasser und Leben können dieses Tor öffnen. Bin schon dabei. Wasser und Leben, hat er gesagt. Also Wasser Skylander habe ich eh nur den einen und hier ist er. Und Lebenelement haben wir unseren Affen hier. Driller und wie heißt der andere? Jetzt habe ich es vergessen. Unser Starter. Genau, Washbuckler. Wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Und nun geht's durch. Yay. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Gut. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Ist hier unten irgendwas? Nein, hier ist gar nichts. Dann gehen wir hier weiter. Ja, ich hätte gern noch rausgefunden, ob da irgendwas ist. Na, unten ist nichts mehr. Ich glaube, da stößt man sowieso ab. Gut. Hier ist noch eine Schatzkiste. Die werde ich mir garantiert holen. Aufpassen. Hey! Das ist meine Schatzkiste. Da brauchst du dich gar nicht aufregen. Die brauchst du eh nicht. So, ausweichen. Das ist ziemlich geil, die Combo im Prinzip. Ich kann mit einer Attacke ausweichen, die nicht wenig Schaden macht. Und dann natürlich auch noch zuschlagen. Das ist mal vom Damage her eine geile Combo. Und, boah, ein bisschen zu spät. Ein bisschen zu spät losgelassen. So, jetzt mein Junge. Halt den auf. Ein bisschen Damage. Und verlangsamt wurde auch noch. Perfekt. Auf geht's. Man merkt auch, der untere Teil ist wirklich für die Gangart hier zuständig. Also hier wie ein Tintenfisch mehr oder weniger, wie wir uns da fortbewegen. Eine Krake, was auch immer. Hoodloop zum Beispiel schwebt ja. Nightshift auch mehr oder weniger. Den Affen hatten wir schon. Nein, Hut möchte ich nicht aufsetzen. Natürlich das Rad von
Nitro Magnet Charge, das ist auch klar. Die Schlange, Rattleshake ist auch klar. Dann haben wir eigentlich, ja, den Rest kennen wir eigentlich schon. Also im Prinzip ist der Main Unterschied zwischen, zwischen Griller Driller und Washbuckler im Prinzip. Und natürlich die ganzen anderen schweben oder schlängen sich dahinter, aber das ist relativ ähnlich. Nur die zwei haben eher den größten Unterschied, würde ich mal behaupten. Okay, wenn wir uns das ansehen, die Aussicht ist ja wirklich toll. Wir sehen rechts oben die großen Wasserfälle und man sieht hier auf der Unterseite, irgendwie geht da Wasser verloren auch und man schwebt hier oben auf so einer Insel mit einem Wasserpad quasi. Also sehr schön gestaltet, coole Idee. Hier auch nochmal ein neues Rätsel. Gut, wir brauchen den Schlüssel, der ist hier. Den hätte ich vielleicht auch so auch gefunden. Nur was ist das hier? Hebt das den Wasserspiegel? Nein. Ich glaube, ich muss das im richtigen Moment anhalten, oder? Ich komme hier nicht rüber, nein. Oh, elektrisiertes Wasser, wow. Okay. Gut. So, im richtigen Moment anhalten. Jetzt. Ah, ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Aber ich kann ja mitfahren. Da warte ich noch. Zack. Gut gemacht. Und daneben gesprungen. Das war nix. Jetzt müsste es trotzdem klappen. Ja, perfekt. Auch nicht daneben gesprungen. Schlüssel habe ich. So, traumhaft. Nochmal rüber. Anhalten und rüber. Ich finde die Rätsel echt cool mit der Zeit anhalten. Das ist mal komplett was Neues, schön gemacht. Ich glaube, ich habe im letzten Part auch schon das Ganze angesprochen. Ich finde das einfach so geil. Ich bin fasziniert von dem. Gut, gut. Vor allem findet man hier auch die gute Mischung, würde ich mal sagen, zwischen Rätseln und natürlich auch den Kämpfen. Vor allem sind auch die Kämpfe ein bisschen länger. Es kommen einige Gegner, mit denen schon mal man deutlich was anfangen kann. Die Kämpfe dauern nicht kurz. Man muss auch schon aufpassen, dass man auch nicht down geht. Also richtig geil gemacht. Schnell weg. Ah, verdammt, ich hätte vor den Skylander runternehmen sollen. So wird das nix. Wen haben wir dann noch übrig? Sind ja schon fast alle tot, oder? Unseren Boardchamp hätten wir noch. Ich werde mal Hoodloop reinschmeißen. Den hatten wir doch schon lange nicht mehr. So richtig mal eine Main-Figur. Nicht eine geswappte, keine gemischte. Das wird zum Federn raufen. Ja, ich hoffe, die Federn gehen dir nicht aus, mein lieber Freund. Denn da... Oh, zum Glück habe ich den Damage hier nicht eingefangen. Und da geht schon einiges ab. Also mit dem Teleportieren und an eine gewisse Stelle hin. Puh, ja, muss man gut steuern und ein bisschen Zeit haben. Das ist aber eher interessant, wenn er schießt. Oh nein. Jawohl, 51! Super gemacht. Das hätte ich auch machen können, oder? Ja, wäre zu einfach gewesen. Boom! So geil, wie er nach links runtergestürzt ist. Tot umgefallen und abgesoffen, na toll. So brutal wollte ich den auch nicht zerschmettern. Aber geht schon noch. Ah, jawohl. Mount Clockmore. Ich will mehr Zahnräder haben. Jetzt fehlt ja nur noch eins. Aber das mit dem Teleportieren ist echt geil, wenn man das richtig erwischt. 34 bei beiden. Macht zwar nicht viel Damage, aber für Hoodloop-Verhältnisse ist es schon ganz in Ordnung. Ja, man ist trotzdem schneller, wenn man nicht das Teleportieren einsetzt. So, die Frage ist jetzt runter, hoch. Kann man hier noch weiter? Nein. So, hier rüber. Was finde ich da? Nur die Leiter-Challenge, die werde ich offscreen machen. Ist das Essen? Nein. Das werde ich auslassen, die kennen wir doch schon. Die haben wir schon 1000 Mal gesehen. Das reicht schon langsam. Kann ich notfalls einen extra Part machen. Gut. Ich will unbedingt hier weiterspielen. Ah, die Schatzkiste leuchtet aber richtig grell.
Ist da was Besonderes drin? Hm. Vor allem das Interessante ist, es ist gar nicht viel Gold drin gewesen. Hm. Hängt vielleicht dadurch oder damit zusammen, dass es ein Bonus-Level ist. Das war in Spyro's Adventure schon so. In den letzten Levels hatte man viel mehr Gold bekommen als in den Bonus-Levels, die man per Figur draufstellen konnte. Somit hat man natürlich verhindert, dass man gleich am Anfang sehr viel Gold hatte. Hm. Ja, das hat geklappt. Ich werde hier mal mitfahren. So, wo geht's hier hin? Ach so, da geht's wieder zurück zur Mitte. Und was ist hier? Hier ist nur Gold. Immerhin ein bisschen was. Ah, ich weiß schon. Nein, ein bisschen zu früh gesprungen. Hier das Zahn. So. Es bewegt sich trotzdem, was? Ah, super. Ich brauche aber die Werkzeugkiste noch. Mal sehen, ich muss es im perfekten Moment erwischen. Hm. Es wird nicht zurückgehen, oder? Na, jetzt habe ich es genau blöd erwischt. Aber vorhin habe ich die Zeit angehalten, da ist das Objekt nicht stehen geblieben. Das war irgendwie eigenartig. So, jetzt drüber. Ah, das war ein bisschen zu früh. Aber ich kann ja mitfahren. Bleibt mir nichts anderes übrig. So. Alle drei Werkzeugkasten komplettiert. Perfekt. Und wieder reingesprungen. Oh, oh. Ja, das war schlecht vom Timing. Nein. Okay. Es wird wieder knapp. Das wird verdammt knapp. Aber es müsste klappen. Es müsste klappen. Jawohl. Ah, gerade nicht. Oh nein. Jetzt passt es aber perfekt. Ich könnte noch mitfahren, aber ich schaff's auch so. Traumhaft. Fliegen und siegen. Dann flieg mal los. Was haben wir hier? Ein Haufen Gegner vielleicht? Nein, einen Lebenszauberknilch. Beziehungsweise nicht einen Lebenszauberknilch, einen Zeitzauberknilch. Nein! Schnell Zeit anhalten. Und Damage austeilen. Achtung! Oh nee, er hat mich erwischt. Und da schwebt er nur noch so dahin, der liebe arme Hutloop. Oh, bohr dich hier durch. Wow, aufpassen. Fast wäre mir die Figur runtergefallen. Aber nun gut. Wir hätten hier noch Fire Driller. Natürlich im Affen-Style hier, von der Fortbewegung her. Hm, die Kanone überlebt. Gut, gut. Dann kann ich jetzt mal ordentlich zuschlagen. Wow. Also das ist nämlich fies, wenn der Zeitzauberknilch hier wieder die Zeit weiterdreht. Ja, ich muss jetzt schnell weg, oder? Ah, komisch. Jetzt tut er nichts. Aber ich erwische ihn vielleicht jetzt. Oh nein. Schon langsam müsste ich mich um meine HP sorgen. Aber alles okay. Der große Typ ist hier unter die Erde gegangen. Hm. Gold gibt's hier gar nichts mehr. Gar nichts mehr zu holen. Okay. Dafür ein extra Typen. Aufpassen. Nee, meinst du? Muss ich nicht aufpassen? Doch, doch. So. Oh, das ist cool mit den Wasserfällen. Vor allem, wenn man so durchschaut und das ganz verschwommen hinten nur zu sehen ist. Vor allem auch der Sound ist dann richtig gut für die Atmosphäre. Auch so detailreich, auf gutem grafischen Niveau, sehr, sehr farbenfroh auch. Hm. Warte mal, wo ist denn das Objekt? Hier. Hier ist der Schlüssel. Dann werde ich das mal ansetzen. Oh, okay, in die Richtung geht's. Wow, Achtung! Okay, da will mir wer ins Werk pushen. Oh mein Gott, ich bin gleich abgestürzt. Was ist denn hier passiert? Schnell rüber. Ja. Dem Jungen einheizen hier. Den kann ich hier nicht gebrauchen. Gut. Und wieder runtergefallen. Boah, ich sollte jetzt wirklich tunlichst die Aufnahmesession beenden. Ich merke schon, ich werde schon langsam schwach in meiner Stimme. Aber dieses Rätsel möchte ich noch lösen.
Geht's hier weiter? Ja! Perfekt! Ah, muss ich mitfahren? Geht nicht anders. Einfach warten. Wenn es perfekt getimed gewesen wäre, hätte es auch so geklappt. Hm. Gut, einmal drehen. Bitte sehr. Und noch einmal drehen. Jawohl. Bisschen zu früh angehalten. Boah, fast wäre ich noch runtergefallen. Das war knapp. Schön warm ist es hier. Oh, geile Aussicht. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part geht es dann weiter hier mit, boah, mit einem starken Beschuss von Trollen. Oh yeah. Da wird es dann garantiert weitergehen. Hier bei Skylander Swap Force. Danke fürs Zuschauen. Und unser torkelnder Affe verabschiedet sich genauso wie wir. Wie ich. Danke fürs Zuschauen. Schönen Tag noch.